Hallo und herzlich willkommen zu Großdenker, der Podcast. Und heute endlich auch mal wieder mit einem Gast. Wir hatten schon lange keinen Gast mehr im Podcast, aufgrund von der Situation und einfach auch oft unserer Zeit. Und der Reinhold ist heute bei uns. Wir kennen dich vom BVMW und also kommen wir später dazu. Aber stell dich doch einfach am besten selbst mal unseren Zuschauern und Zuhörern selbst vor. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Reinhold Habermann. Ich bin vor 55 Jahren in Mittelfranken geboren. Über berufliche Umwege bin ich jetzt dann letztendlich hier in der Pfalz gelandet, schon seit 2000. Bin sehr gerne hier, ist ein tolles Wetter und tolle Menschen. Ja, wir sind damals zu fünf gekommen mit der ganzen Familie. Mittlerweile wohne ich mit meiner Frau in Kaiserslautern. Die Kinder sind seit 2014 schon ausgezogen. Okay. Wie viele Kinder hast du? Drei. Ein Junge, zwei Mädchen. Ein Junge, zwei Mädchen. Wer ist denn anstrengender? Die Mädchen oder die Jungs? Jedes Kind ist anders. Das war sehr politisch gut. Das war gut, ja. Einfach nur interessiert. Ja. Ja, ich habe es Anfang gesagt, wir haben dich kennengelernt über den BVMW, Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Genau. So ist es abgekürzt. Du bist zuständig für die Westpfalz, aber du machst ja nicht nur den BVMW, sondern was machst du noch? Und geh doch einfach mal ein bisschen an, erzähl uns noch mal, was machst du so als Unternehmer? Genau. Ich habe mich vor 11 Jahren selbstständig gemacht. Und habe damals meine Unternehmung Way2Go gegründet, genannt. Und weil mir das damals schon ganz wichtig war, schon mit diesem Namen auch zu zeigen, mir ist es wichtig, Menschen zu begleiten. Mhm. Und das ist so der rote Faden, der sich durch die verschiedenen Standbeine meiner Selbstständigkeit zieht. Ich begleite Menschen, ich begleite sie als Unternehmer durch die verschiedenen Phasen des Unternehmerdaseins. Im BVMW eben und ich begleite Menschen als freier Redner bei Beerdigungen und Hochzeiten und im systemischen Coaching mit meinen Angeboten. Okay. Hochzeitsredner, okay, das ist sollte der schönste Tag des Lebens sein, so wird das oft auch gesagt. Jetzt das Thema Beerdigungen, das interessiert mich jetzt mal. Freut man sich, wenn jemand stirbt, weil man dann einen Auftrag bekommt, jetzt mal unter der Unternehmerseite, oder wie ist sowas? Also ich freue mich tatsächlich, aber ich freue mich darüber, dass ich die Menschen begleiten kann. Mhm. Der Tod gehört zu unserem Leben dazu und das ist wie geboren werden. Ja, das ist eigentlich selbstverständlich, nur wir verdrängen es ja meistens aus unserem Alltag. Und wenn dann ein Mensch gestorben ist, dann freue ich mich, wenn ich gefragt werde, ob ich eben die Trauerfeier übernehmen kann und den Mensch in dieser Phase begleiten darf, um einmal ihn zu stützen und zum anderen aber auch eine schöne Trauerfeier zu gestalten. Also ich kann das auch so sagen. Viele sagen das auch, vielen Dank für die schöne Trauerfeier und merken dann, ups, was habe ich jetzt gesagt? Mhm. Aber ja, es gibt auch im angemessenen Sinn schöne Trauerfeiern. Okay. Ja, du hast gesagt, es gehört zum Leben dazu, aber dann wollen wir jetzt nicht weiter über den Tod sprechen, sondern du begleitest Menschen, du begleitest auch Unternehmen. Wie machst du das? Was ist da wichtig oder an welchen Stellen hilfst du vielleicht auch? Und dann wäre vielleicht auch noch die Möglichkeit, mal zu sagen, wie hilft der BVMW da dabei? Mhm. Ja, jeder Unternehmer kommt irgendwann, jede Unternehmerin kommt irgendwann mal an eine Situation ist vor einer Schwelle, die es wieder gilt zu überschreiten. Das fängt mit der Gründung an, da gibt es ganz viele Schwellen. Ja, und dann, das hört aber nicht auf. Ja. Da sind Wachstumsschwellen, da ist immer irgendwo ein Punkt, wo man sagt, jetzt bräuchte ich irgendeine Unterstützung, jetzt bräuchte ich einen Kontakt, jetzt bräuchte ich einfach eine Information, irgendetwas, wo ich
sagt so, wenn ich das jetzt wüsste, dann kann ich, könnte ich den nächsten Schritt gehen. Oder wenn ich da einen Kooperationspartner finden würde, einen Zulieferer oder vielleicht auch Kontakte ins Ausland, was auch immer. Und da ist, bin ich froh, den BVMW einfach im Rücken zu haben und nicht nur alleine agieren zu müssen, sondern zu sagen, jawohl, Auslandskontakte, kein Problem, kann ich bieten. Hm. Nicht ich, sondern einfach über unser Riesennetzwerk, das ist ja der größte Freiwilligenverband, und haben dann auch unsere Kontakte einfach in über 60 Länder, sodass wir in den meisten Fällen helfen können. Und wenn wir nicht direkt in einem Land sind, dann spielen wir halt einfach über Bande und können auch helfen. Was ist so aktuelles Thema? Jetzt nicht Corona, wir wollen Corona nicht thematisieren hier im Podcast heute. Aber was, wo geht so der Trend hin im Moment? Weil du hast gesagt, Auslandsgeschäfte, man bekommt immer mit Dubai und so. Wie ist das so im echten Unternehmerleben? Ja, es ist natürlich, und das ist tatsächlich aber wegen der auch der aktuellen Situation, dass dann schon auch das eine gute Idee ist zu sagen, ich gehe in ein weiteres Land irgendwo, ja, und versuche dort neue Märkte zu erschließen. Ansonsten Trend, das ist eigentlich schwierig zu sagen, weil wir branchenübergreifend arbeiten. Das heißt, ich habe aus allen Branchen Unternehmen im Netzwerk und auch in allen Größen, also vom Gründer bis zum großen Mittelständler, ja. Also da haben wir alle drin und da ist es jetzt schwierig zu sagen, das ist jetzt ein Trend. Jeder hat so seine Herausforderungen und ich lade immer ein, dann auch mit den Fragen einfach auf uns zuzukommen. Okay. Was sind so typische Fragen oder was war vielleicht mal so eine spezielle Frage, wo es vielleicht dann auch schwierig war oder interessant war, da zu helfen, mal zu sehen, okay, ach, so ein Problem gibt es tatsächlich? Mhm. Gibt es da Erfahrungen? Ja, also Fragen, das fängt, wie gesagt, vom Zulieferer an, irgendwo hat eine spezielle Anforderung, wer kann das, ja, kennst du jemanden, der genau das kann, der mir das bieten kann, oder einfach Kooperationspartner, ja, wie jetzt zum Beispiel, wer kann mir einen Film herstellen oder so, ja. Ich hätte da einen Kontakt, ja. Genau, ja, das denke ich mir. Da mögliche Kontakte und dann auch wieder zum Thema Ausland waren einfach auch die Fragen jetzt im letzten Jahr, ja, dürfen meine Mitarbeiter ins Ausland, was muss ich tun, damit sie dürfen, ja, die müssen dahin, da muss ein Service an eine Maschine durchgeführt werden, ja, oder umgekehrt, Mitarbeiter aus dem Ausland müssen kommen, dürfen nicht, was können wir tun, wo können wir vielleicht doch Wege finden, damit es eben funktioniert und dass das Geschäft einfach weiterläuft. Ja. Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Also ich denke, da ist immer was zu tun. Und wir waren ja auch selbst, sind oft bei Veranstaltungen jetzt klar online, aber ist auch immer interessant, dabei zu sein. Also auch ich kann es empfehlen, zu netzwerken, das ist auch immer ganz wichtig, die Angebote einfach auch zu nutzen. Hat immer wieder Vorteile mit, absolut, bringt immer wieder Vorteile mit, absolut, sich. Wir wollen mal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, du hast vor 11 Jahren selbst gegründet und hast gesagt, es gibt immer Schwellen, das hört irgendwie nicht auf. Was ist so aktuell deine Herausforderung und was würdest du jetzt Gründern gerade jetzt in der Zeit vielleicht empfehlen aus Erfahrung? Aktuell ist für mich so die Situation, ich habe seit Mitte Januar eine festangestellte Mitarbeiterin und da muss man einfach Prozesse neu definieren und auch sortieren, was ist jetzt mein Part, was ist ihr Part, wo kann sie mich am besten unterstützen und so. Und da kommen wir super rein, das wird immer besser und das ist einfach schön auch zu sehen. Die Schwelle war, da tatsächlich auch jemand zu finden und das hat schon auch Zeit gekostet, da eben zu Bewerbungen zu sichten und dann eben die richtige zu finden. Ja, was empfehle ich Gründern? Mut, was anzupacken, ja, Mut, die eigene Idee zu formulieren, zu schärfen.
Und auch nochmal zu sagen, so was will ich genau? Wo ist jetzt die Speerspitze von dem, was meine Leidenschaft ist? Und das dann auch mutig umsetzen und vorangehen. Und Partner suchen natürlich, ja, BVMW, klar. Partner suchen, weil alleine ist es einfach, funktioniert nicht, ja. Gemeinsam netzwerken. Natürlich, ja. Und klar. Gemeinsam unterwegs sein, das erleben wir als Menschen, ja. Wir sind keine Einzelgänger, wir brauchen andere Menschen, und so brauchen wir auch im Unternehmerdasein andere Menschen, die mit uns unterwegs sind und uns wohlgesonnen unseren Weg begleiten. Okay. Wir wollen dich auch ein bisschen privater kennenlernen. Mhm. Haben wir vor dem Gespräch drüber gesprochen. Du hast es vorhin gesagt, du kommst aus Franken, bist jetzt hier in der schönen Pfalz, in der wunderschönen Pfalz gelandet. Also über berufliche Umwege. Was hast du gemacht? Wo kommst du her? Was hast du überhaupt gelernt? Weil man wird ja nicht Netzwerker oder so. Also ja. Wer bist du? Was machst du? Genau. Also ich habe tatsächlich schon einige Stationen in meinem Leben erlebt, durchlaufen. Ich habe zunächst mal eine Ausbildung gemacht als Energieanlagenelektroniker. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was macht man da? Energieanlagenelektroniker. Also früher hieß es Starkstromelektriker, aber das war vor meiner Zeit oder so. Okay. Bei mir hieß es dann schon Energieanlagenelektroniker, heute heißt es nicht mehr so. Also Elektriker sozusagen, ja. Und das habe ich, also 3 Jahre Ausbildung gemacht, 3 Jahre auch in dem Beruf gearbeitet. Und dann kam aber so eine Phase, wo ich so mich gefragt habe, so, ob das irgendwie alles ist im Leben. So irgendwie hatte ich noch so viel vor mir und habe gedacht, was es noch gibt und so. Und habe auch ehrenamtlich sehr viel schon in der christlichen Gemeinde gearbeitet. Und da hat sich dieser Wunsch entstanden oder auch hat sich dieser Weg eröffnet, einfach zu sagen, ich möchte Theologie studieren. Okay. Das habe ich dann auch gemacht, und andere haben auch schon gesagt, ja, du hast es mit dem Strom, den sieht man nicht, zu tun gehabt, und Gott sieht man auch nicht, und jetzt machst du das und so. Von daher auch wieder der rote Faden dabei. Und habe das auch sehr gerne gemacht, war 17 Jahre freikirchlicher Theologe und habe dann eben in 2009 lief die letzte Anstellung aus und habe dann für mich ein Sabbatjahr gemacht, wo ich mich neu orientiert habe und dann eben 2010 mich für die Selbstständigkeit entschieden habe. Okay, also vom Elektriker über die Theologie zum Netzwerker. Genau, wobei Netzwerker kam dann eigentlich erst 3-4 Jahre nach der Gründung. Ich bin ja mit Way2Go gestartet, Menschen begleiten, das war natürlich auch sehr, sehr nah an hat gepasst, an auch dem zum Pastor, ja, und dann einfach zu sagen, ich begleite weiterhin Menschen, nur eben als Selbstständiger. Okay, und wo hast du studiert, Theologie, deswegen hierher gekommen, oder? Genau, das war in Marburg, und dann hatte ich meine erste Stelle, war in Dietz an der Lahn. Auch schon Rheinland-Pfalz, aber halt ganz im Norden. und dann seit 2000 eben hier in Thaleischweiler-Fröschen. Und da haben wir damals in Maßweiler gewohnt. Okay. Wir sind hier im Großdenker-Podcast. Großes Denken, große Vision. Du hast dich irgendwann selbst gefragt, okay, ist das jetzt alles im Leben? Hast dich neu umorientiert? Was ist für dich erfolgreich sein? Mhm. Wie definierst du Erfolg? Also erfolgreich bin ich im BVMW, wenn ich jemand unterstützen konnte und diese Unterstützung greift. Also ich konnte nur einen Kontakt vermitteln, und dieser Kontakt ist, es kam wirklich zu einem Matching, und jawohl, der Zulieferer, die sind jetzt, das läuft und es passt, und da ist ein Auftrag daraus entstanden, oder vielleicht auch eine dauerhafte Kooperation. Oder eben, wenn jemand ins Ausland expandieren will, haben eben diese Kontakte dazu geführt, dass er das wirklich umsetzen konnte. Und wenn
Ich sage immer, ich habe am liebsten glückliche Mitglieder, und wenn meine Mitglieder glücklich sind im BVMW, dann ist das für mich Erfolg, weil ich sage, ich konnte ihnen helfen, ich konnte sie begleiten und ich konnte ihnen das geben, was sie, wonach sie wirklich gesucht haben. Also der erfolgreiche BVMW Westpfälzer ist der, der glückliche Mitglieder hat und denen helfen kann. Und wer ist der erfolgreiche Reinhold? Wann bist du persönlich? Weil ich denke, also für viele ist es ja immer ähnlich, aber wann ist man für dich oder was ist für dich so der persönliche Erfolg? Also was, weil Erfolg hat ja immer viele Seiten auch. Mhm. Man kann auch sehr erfolgreicher Mitarbeiter sein, aber ist privat total unglücklich. Mhm. Also was ist für dich auch privat Erfolg? Ja, also das Stichwort Beziehung ist für mich, zieht sich durch. Also das ist mir privat auch sehr wichtig. Und ja, Erfolg ist für mich da auch, wenn Beziehungen, wenn das passt, wenn das harmoniert, ja, wenn man aufeinander zugehen kann, eine Kommunikationsebene findet, und eine gute Beziehung leben kann. Ob freundschaftlich oder in der Ehe, in der Beziehung zu den Kindern und so weiter. Okay, dann sage ich schon mal vielen Dank. Und gerne. Zum Abschluss geben wir immer unseren Gästen die Möglichkeit, was im Podcast zu sagen, was sie schon immer mal in einem Podcast sagen wollten. Ja, die Frage hast du mir jetzt vorher nicht verraten. Ne? Was ich schon immer mal Absicht. Sagen wollte. Genau. Ja, bei sich selbst, in sich selbst suchen, wo ist meine Leidenschaft, und das habe ich jetzt auch gesagt, bei mir ist es so, dieses Beziehungsthema, es zieht sich durch, ist für mich persönlich wichtig und ich kann das in meinem im beruflichen Umfeld leben. Also die eigene Leidenschaft zu finden und dann den Platz zu finden, wo man das auch ausleben kann. Und dann, glaube ich, lebt man für sich so in der Mitte oder im Frieden. Okay, das war ein gutes Schlusswort. Dann vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Vielen Dank auch an euch, an alle Zuschauer, alle Zuhörer im Podcast. Und dann denkt weiterhin groß. Seid bei euch, findet vielleicht auch eure Miete, wie es der Reinhold gesagt hat. Und dann hören wir uns nächsten Montag. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.